Wodka Grazer Stadion Blogger, ey. Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und nicht nur zu irgendeinem Video, zu 500 Abonnenten Special. Wo geht's heute hin? Im Hintergrund sieht man das Rapid-Logo schon. Wir sind heute am Wiener Derby im VIP-Bereich eingeladen von N26. Und gleich ganz wichtig, keine Werbung, ich habe ein Gewinnspiel gewonnen. Blende euch ja irgendwo mal den Screenshot davon ein. Also danke nochmal an N26, werde ich sicher nochmal heute erwähnen, weil sehr, sehr geil auf jeden Fall, dass wir hier zwei VIP-Tickets bekommen. Und wie gesagt, zwei VIP-Tickets, nicht alleine. Melvin ist heute am Start. Wir sind auch ein bisschen schön angezogen, so Co-Hemd, wenn man schon im VIP-Bereich ist, dann kann man sich auch ein bisschen schöner anziehen. Wir gehen rein und zeigen euch, wie es drinnen ausschaut. Das erste, was man reinkommt, wenn man sieht, N26, danke nochmal für die zwei VIP-Tickets. Kuss. Geht raus. Da hinten kommt man rein, Eingang. Da ist eine Kontrolle, die gehen dann an so ein Bändchen. Sieht man hier. Und direkt beim Eingang dann einmal das Allianz-Stadion abgebildet. Hier werden wir heute sein, Wiener Derby. Ich freue mich schon sehr. Man geht um die erste Ecke. Rapid Trainingszentrum, feine Plätze, sehr, sehr geil. Schon wirklich sehr fein aus da, muss man schon sagen. Die Stiege hoch, gemeinsam campen, siegen, Ebene 2, da können wir hin. Oh yes. Hier überall ein Buffet, Essen. Da hinten noch mehr, sehr, sehr geil. Riesige Lounge, Sitzplätze überall, Bildschirme überall. Wir sitzen da, überall Leute. Also es ist mächtig, es schaut sehr geil aus. Essen schaut sehr lecker aus, mal schauen, was es wird bei uns. Für mich gibt es Schnitzel, Soße, Kartoffeln, Preiselbeer ein bisschen. Was gibt's für dich? Einmal von allen ein bisschen was. Ich habe mir wie immer einen Radler genommen von Melvin Cola Zero. So kann man leben, würde ich sagen. Statement. Musik rennt, Spieler wärmen sich auf, man sieht es im Hintergrund, hier musst du wahrscheinlich gerade sehr laut, Arsenal-Spieler, Rapid-Spieler, Stimmung auch schon sehr gut gewesen, als die Spieler rausgekommen sind, Block West hinter mir, sehr, sehr, sehr voll ausverkauft heute, Outlet-Sektor auch voll, auch ausverkauft heute, generell ausverkauft das Haus, ich bin sehr, sehr gespannt, ich freue mich sehr aufs Spiel, zeige ich danach auch, wie unsere Plätze aussehen, aber jetzt geht's nochmal rein, noch ein kleiner Nachtisch holen, stärkt den Spieler. Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe es extrem, süße Sachen zu essen. Jetzt vor dem Spiel gibt es so bekannte Sachen, Vorspeise und Hauptspeise. Nach dem Spiel gibt es extrem viele süße Sachen. Ich blende euch mal hier die ganze Speisekarte an. Und ich schwöre es, ich bin schon beim zweiten Teller. Sehr, sehr leckeres Essen. Ich freue mich auch nach dem Spiel. So viele süße Sachen. Karamellisierter Kaiserschmarrn, weiße Schokoladenmus, Bruder. Da wird so gegönnt werden. Nochmal danke, N26. Ehre. Wir sind umgestiegen auf Melvin sein Handy. Weil mein Handy auf einmal geistig gegeben hat. Oh! 1-0! Nach 5 Minuten. Wahnsinn, auch die Austria-Fans eskalieren. Man sieht Büro, Rauch, Fahnen. Bist du deppert. Schwerer Abwehrfehler. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein, ich habe nur gesehen, wie. Oh ja, es war aber auch schön gespielt. Ja, ey. Muss man sagen, schöner Doppler. Jungs, da raucht jetzt schon ordentlich raus. Die hört man sehr laut im Rapid-Stadion. Neues Transparent. Oh, Frühstück! Da war es drüber, war das drauf? Ich glaub, bist du deppert? Wie kann man die Chance? Kann er den nicht machen? Wir haben jetzt Zeit. Oder eine größere Chance kriegt er nicht mehr. Hat er das auch mit dir hinten? Bist du deppert? Oh! Elfer! Bist du deppert? Elfer. Minute 16, Elfmeter für Austria Wien, 1-0 steht's gerade. Unfassbar. Ui! Bist du deppert, 2-0. Was geht ab? Aber 16. Schon, Minute, 2-0. Aber wieder schlecht verteidigt. In der Mitte da das Kopfballduell verloren gegen einen 1,70-Typen. Und die gehen wieder ab. Bist im VIP-Bereich, einmal eingeladen. Schaust das Derby an, willst du ein Video machen, das Handy geht da ein und sie schießen lauter Tore. Polizei,
macht sich schon einen Weg runter. Wichtig, glaube ich, bei dem Zwischenstand. Ab jetzt ist mein Handy der Start. Melvin, der beste Mensch der Welt, hat sowas rausgefunden, wie wir es neu starten konnten. Es ist wieder alles safe. Da hat er alle Videos der Welt und das Video ist im Arsch. 500 Abos gleich. Der Technikerboss. Deswegen studiert er technische Physik. Zwei Tore gefallen. Außen ein bisschen spritziger bisher, ein bisschen aktiver. Aber Rapid ist bemüht, haben schon eine 100.000%ige Chance gehabt. Alles gefilmt bei Melvin. Ab jetzt wieder meine Sache am Start. Bist du deppert, Huskovic. Und Nico, falls du das Video siehst, ich hatte gesagt, Huskovic hebt sich ins Tor auf. Jetzt 3-0 mit Ansage. Bist du deppert? Er schießt ihm einfach an. Was? Helge Peier, Rainer Pariersek am Start. Die Leute werden ausgepfiffen, die feiern drüben. Die sind nicht so zufrieden. Erste Halbzeit ist vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, Austria spritziger, Austria auch ein bisschen billiger, ein bisschen aggressiver dabei in den Zweikämpfen. Muss ich sagen, verdient vorne Rapid viele Fehler besser, was sagst du? Und ganz ehrlich, Ehrenmann, dank ihm, ist beide Tore gefilmt, am Anfang alles dabei. Natürlich mit seinem Handy und trotzdem, Ehrenmann ist Ehrenmann und er hat mir gesagt, wie ich das Handy wieder zu laufen bringe. Deswegen, Kuss, geht in der Halbzeit. Teller schon mal gesneakt. Hier Buffet, kleine Häppchen, Törtchen, Lachs gibt's da, Wurstsalat, boah, feine Theke auf jeden Fall. Ich würde mir ein paar Törtchen nehmen. Ja, da ist die Stimmung. Aber was macht der? Die Kollegen da drüben haben einmal alles eingenebelt. Man sieht's auch schön am Licht. Wir haben uns zum Trinken mitgenommen für die zweite Halbzeit. Wurde nicht ganz gegönnt bei dem Becher, irgendwie nur so zu zwei Drittel voll. Ein Block West. Jetzt hörst du, oder? Bist du deppert, Früchte? Der hat. Der fängt den raus. Kein Abseits. Oh! Spiel doch nicht auf, der muss schießen! Huskovic wieder allein aufs Tor gelaufen. Ich hab gesagt, er muss schießen aufs kurze Eck. Er hat gesagt, abspielen. Abspielen war der Fehler. Chippen. Also auf der Seite. Büro. Oh! Der Früchte zart die Augen. Da drüben auch wieder Büro am Start. Auf den Hund geht erstmal rein. Spielwechsel Rapid aus dem Spiel. Und dann spielt die Grüße auf Nummer 13. Oh, der lässt ihn vor ihm fallen! Was macht denn ihn? Bist du der? Der muss einen Fallrückzieher anreißen und nicht das. Elfer! Hey. Elfer! Uiuiui! Ich habe eh gesagt, eine umstrittene VAR-Entscheidung im Spiel. Schießt sich der Schautigs an, wie gesagt gerade, der Rapid-Spieler ist dem Austria-Spieler draufgestiegen. Er wird selber sehen jetzt. Er pfeift, er nimmt es zurück. Ja. Keiner. Ja, oh, die eskalieren! Oh. Sie müssen sich pushen. Aber richtige Entscheidung, muss ich sagen. Ist es eh. Ich habe vor dem Spiel auch gesagt, eine strittige VAR-Entscheidung. Aber und sie kam. Nein, eh nicht, aber halt, das diskutiert. Okay. Oi. Jetzt ist es Derby. Jetzt ist es Feier drin. Rapid Viertelstunde wird eingeläutet. 28.000 Fans im Stadion. Vielen Dank für die Unterstützung. Das Stadion ist ausverkauft. Ausverkauftes Haus und es steht einfach 2-0. Ausverkauft schauen wir aber anders aus da drüben. Ui. Ui. Er geht vorbei, er geht vorbei. Was macht er? Der ist so fad, der ist so schlecht. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Fußgrüß hatte gerade die Entscheidung am Fuß. Bist du deppert? Die rücken nicht nach, die Verteidiger! Was machen die? Was sagst du? Ja, ich glaube, die Rapidler kreuzen halt. Oder ist ja Wahnsinn, die sind 2-0 hinten und die rücken nicht nach, sonst würden sie sich denken, ja, entweder es ist eh Tor oder er schießt nicht. Aber bist du deppert? Nein, die kannst du mir auch einwechseln.
sie schreien ungeschlagen, ungeschlagen, noch nie in dem Stadion Rapid gegen die Austria gewonnen. Und anscheinend bleibt es so. Block West, ganz ruhig, schon länger. Aber verständlich. Sechs Minuten Nachspielzeit. Nein, ich film's nicht! Ich film's nicht! Ich sag gerade noch, es muss ein schnelles Tor fallen und ich film das Tor nicht. Aber ich film die Wiederholung. Rebic! Da seht ihr es. Flanke rein, er kriegt ihn hinten. Da. So was. Von einer auf die andere Sekunde ruhiger Block West und jetzt extrem lauter Block West. Ist Wahnsinn. Es wären noch 4-5 sehr hektische Minuten. Es sind schon einige Leute gegangen, obwohl es jetzt gerade nochmal richtig spannend wird. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich einen Krampf hat? Schlusspfiff. Basis. Oh, die Spieler feiern. Oh, die feiern. Jukic rennt dahin. Die feiern. Die gehen zum Block West. Werden auspfiffen. Man hört so laut. 8000 Leute. Stell dir vor, du musst da stehen und bist auspfiffen. Helge Beier, Rainer Barrier, 6 sind schon am Start. Die zwei Gaspel. Was sagst du zum Spiel? Ja, zwei schnelle Tore. Rapid ist nichts gekommen, das ganze Spiel. Am Schluss haben wir noch ein bisschen Glück, aber war dann zu spät. Und dementsprechend geht der Sieg zu Recht die Austria. Ich muss auch sagen, Austria viel mehr Chance als Rapid. Zweite Halbzeit war Rapid deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Aber man muss sagen, es war halt zu wenig dafür, dass wir davon sprechen können. Es wäre irgendwie ein Unentschieden verdient gewesen. Der Sieg geht wirklich verdient an die Austria, muss man sagen. Natürlich Elfmeter war unglücklich, dass sie nicht bekommen haben, aber auch zu Recht. Der Rapid-Spieler ist mal Austria-Spieler draufgestiegen. Deswegen ist jetzt die Austria auch tabellarisch vor Rapid. Rapid hat zwei Spiele weniger, aber trotzdem halt Momentaufnahme. Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es wieder ein paar Unruhen jetzt im Verein. Also wir gehen auf jeden Fall mal rein und gönnen uns jetzt noch die Nachspeisen, die es jetzt drinnen gibt. Die Experience im VIP-Bereich von den Sitzplätzen, von wie bequem es ist, ist unfassbar. Unfassbar, ungeschlagen. Gepolsterte Sitzplätze, du kriegst so Getränke, das ist der Platz, mit dem du kannst. Es ist so geil. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder auf einem anderen Platz sitzen können. Ich will mich jetzt erinnern, wie vorhin schon gezeigt, es gibt sogar einen Nachtisch am Ende. Was holst du dir? Apfelkuchen oder so mit Vanilleeis. Ja, Bruder, ich werde auf jeden Fall Kaiserschmarrn, Schokomousse, alles. Jetzt wird durchgekostet, ich werde sehen, was es gibt. Es wird super süß. Ich muss sagen, alles sehr fein angerichtet. Servietten mit Rapid-Logo. Hier so ein Glas, nochmal die Küchlein von vorher, Mousse vorne, Marillenknödel da vorne. Wahnsinn. Da ist dann noch weitergegangen: Kaiserschmarrn, Rosinen, Käse, Schokomousse. Ich habe mit einem kunterbunten Mix als Nachtisch genommen: Kaiserschmarrn, Rosinen, irgend so ein Schokoding, Marillenknödel, Schokosauce. In dieser, keine Ahnung, was alles ist. Jungs, ich lasse mir schmecken. Es wird geil werden. Wir haben noch einen Radler bestellt, natürlich, so wie es sein muss. Bevor ich mir das aber reinziehe und gönne, muss ich noch eine Sache sagen. Ich habe gerade den Vater von Martin Mormann, einen Spieler von Rapid, getroffen. Ich soll ihn erwähnen. Schöne Grüße an meinen Vater, auch an Martin Mormann, sollten es beide sehen. War ein sehr nettes Gespräch auf jeden Fall vor Süßigkeiten. War ein sehr nettes Gespräch auf jeden Fall vor dem Buffet von den Süßigkeiten. Und ich werde es mir jetzt auf jeden Fall gönnen. Erstmal gleich der erste Löffel. Geil. Zweite Runde muss es sein. Kaiserschmarrn ein bisschen. Ich glaube, es ist Eis. Weiße Schokomousse, wenn man schon VIP ist, muss man schon durchziehen. Noch ein Radler ist da. Melvin hat sich jetzt auch eben das süße Teller gegönnt. Also man muss sagen, auch die Klos schauen einfach sehr, sehr fresh aus. Am Donnerstag die Austria noch 5-0 verloren hier. Villarreal, SK Rapid Wien, 17.09.2015 in einem Sappelstadion gewesen. Sehr geil, so gelbes U-Boot auch am Start. Da hinten sieht man nochmal das N26-Schild. Melvin schaut es gerade an. Wir sagen nochmal danke, N26 wirklich. Sehr geile Experience für uns beide im VIP-Bereich. Was sagst du? Wie war es im VIP-Bereich für dich? Wiska Grazer. Jungs, es war geil, die Sitze bequem, Essen lecker für mich. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, sehr, sehr, sehr geil. Ich kann mich nicht beschweren, ich habe es sehr genossen. Und in dem Sinne war es das von uns, auch vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben und Abo dalassen. Nettes Kommentar freue mich natürlich auch immer. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.